Ja, wunderbaren guten Morgen vom Zentrum für Yoga aus Unterfranken mit einem weiteren Video der Reihe Psychosomatik. Mein Name ist Markus, bin Heilpraktiker, Dozent für Yoga, Naturheilverfahren und Akupunktur, Autor verschiedener Bücher und Zeitschriften über Yoga. Und heute geht es auf meinem Kanal weiter mit der Psychosomatik, und zwar die Beine und Füße. Nun, Beine und Füße, mit diesen bewegen wir uns fort. Wir laufen in die Schule, wir laufen zum Einkaufen, wir fahren, da brauchen wir auch die Füße, dass wir die Gaspedale bedienen. Und so dienen die Füße bei neben der Fortbewegung. Wenn es Erkrankungen gibt, was es viele gibt im Leben, in der Gesellschaft, nämlich Beschwerden der Hüften und Knie im Besonderen, dann könnte man gucken, was passt mit der Fortbewegung nicht. Wo steckt man vielleicht in seinem Leben fest? Wo kann man nicht vorangehen? Wo weiß man nicht, wie es weitergeht? Wo darf man nicht? So glaubt man, dass man nicht gehen darf. Was blockiert einen im Voranschreiten? Und wir haben in den Füßen, Beinen auch das Thema Standfestigkeit, Standhaftigkeit. Für sich selbst einstehen. Gerade stehen, selbstbewusst aufrecht stehen. Da haben wir natürlich auch die Wirbelsäule mit dabei. Standfestigkeit in seinen Meinungen, Ansichten, sich nicht beirren lassen. Und wer nicht standhaft ist, wie der Zinnsoldat mit dem einen Bein, wer die Geschichte kennt, der wird schnell mal umgepustet oder wechselt seine Meinung und kann nicht für sich einstehen. Auch Erkrankungen der Füße gehören natürlich dazu, Verletzungen der Füße, Fußdeformitäten, da werde ich nochmal ein extra Video machen. Und dann haben wir ein weiteres Thema mit den Beinen und Füßen. Diese gehören in der Yoga-Philosophie zum sogenannten Muladhara-Chakra, dem Wurzelchakra. Das Video verlinke ich euch noch im Anschluss an das Video. Und das Wurzelchakra, nun steht für die Wurzeln im Leben. Wenn man nicht fest steht, kommt von außen das Leben, der Wind des Lebens und pustet einen um. Standhaftigkeit, Wurzelchakra. Sich verwurzeln im Leben. Und wer keine Wurzeln hat, steht nicht richtig. So könnte man auch gucken, Beindifferenzen, Ungleichgewichte, falsche Belastbarkeit, wo ist hier das Ungleichgewicht im Leben? Und das ist ein riesiges Thema heutzutage. Wir haben es in den letzten Jahren gemerkt. Die Meinungen wurden nicht mehr so vertreten, wenn der Wind scharf, schärfer, am schärfsten geweht hat. Man hat die Standfestigkeit verloren. Man hat vielleicht auch den Standpunkt verloren. Weil viele haben was geredet, jeder etwas anderes, verschiedenste Meinungen. Und darum geht es eben in den Beinen und Füßen. Also schauen wir, wo geht es nicht voran? Wo kommt man im Leben nicht voran? Wo hakt es? Warum fließt das Leben nicht? Wenn das Leben fließt, dann läuft das Leben. Wenn man sich aber ständig bemühen muss, schieben muss, warum geht das nicht, warum wird die Firma nicht laufen, dann müsste man vielleicht die Füße nehmen und woanders hingehen, an einen anderen Standpunkt, wo man das Leben anders betrachten kann. Und wie gesagt, wenn man dann so zum Beispiel die Hüfte operiert, löst sich ja dadurch nicht das seelische Thema auf. Und so ist es wichtig, immer hinter die Kulissen zu schauen. Nicht nur das Materielle, das Medizinische, sondern eben auch das Seelisch-Geistig-Karmische, was immer, immer, immer mit dabei ist. Ja, soviel zum Thema Füße, Beine. Gehen wir weiter voran im Leben, stehen wir für uns ein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!